Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Train Simulator 2017. Heute mit der Baureihe 612 und dem IRE 3076. Und wir wollen erstmal die Batterie einschalten, dann den Kontaktschlüssel einstecken. Dann starten wir einmal den Motor Nummer 1. Dann einmal Motor Nummer 2. Fahrplan kann ich leider keinen auswählen. Die GNT ist eingeschaltet. Dann den Richtungswender einmal vor. Spitzenlicht auswählen. Türen sind geschlossen. Das hört sich wie die PZB an. Gut, dann einmal PZB und SIFA einschalten. Und dann können wir auch schon losrollen. Losfahren. Ja, wir fahren heute von Konstanz bis Singen. Eigentlich fahren wir den Zug nach Basel. Da es den Abschnitt bis Basel aber eigentlich nicht gibt. Also gibt es aktuell noch nicht. Es wird ja auch nur gerade der Abschnitt Freiburg nach Basel, glaube ich, gebaut. Und deswegen fahren wir halt hier auf dem Streckenabschnitt, den es in Konstanz-Villingen gibt. Das ist einmal der Abschnitt von Konstanz bis Singen. Die GNT vielleicht so einschalten. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Ich stelle es mal wieder einfach so. Gut. Das Fahrzeug verreckt mir zwar so halb, aber es sind 25, also knapp 24 km/h. Gut, wir kommen auf Gleis 2 rein. Ich finde das ja da hinten auch cool gemacht, so mit den Wagen. Wir sind jetzt übrigens das erste Mal im Let's Play, glaube ich, in Konstanz. Denn beim letzten Mal sind wir gestartet in... Sind wir da in Singen gestartet? Oder in Villingen? Auf jeden Fall sind wir ja das letzte Mal in Konstanz hier auf dem Abschnitt... Von sind wir mit dem IC 182 gefahren mit einer Baureihe 181. Und damit kommen wir zum Stehen. Dann gebe ich die Türen rechts mal frei. Und wir haben hier Aufenthalt bis 11.48 Uhr. Das ist noch gut 2 Minuten. Dann kann ich das Ganze jetzt auch mal vorlesen. In den Jahren 2010, 2011 gab es an Wochenenden ein Zugpaar Basel-Konstanz-Basel. Diese wurde mit der Baureihe 611, 612 gefahren. Sie fahren die Rückleistung in Richtung Basel bis Singen, rüsten sie das Fahrzeug auf und fahren vor an den Bahnsteig 2. Abfahrt ist dort um 11.48 Uhr. Gut, ja, das Szenario ist nicht von mir, das ist vom guten Robby Train. Ich dachte mir mal, komm, können wir mal fahren. Ist mal was anderes. Wir lassen den schönen guten Güterzug hier nochmal einfahren. Haben wir hier irgendwo eine Uhr? Das funktioniert ja leider nicht. Zugziel. Leider können wir Basel nicht einstellen. Das hätte ich eigentlich cool gefunden. Oh, jetzt habe ich die SIFA und die PZB ausgeschaltet. Wie waren das nochmal mit den Zielen?
Ach ja, die muss man wirklich so eingeben. So, das Ausfahrsignal steht bereits. Dann warten wir jetzt nur noch auf Abfahrt. Noch knapp 30 Sekunden. Da können wir uns das Fahrzeug nochmal von außen angucken. Ja, das ist der gute Regio Swinger von RSSLO. Den bin ich ja im Let's Play noch gar nicht gefahren. Wobei der gar nicht so schlecht ist. Der ist ja bei uns hier in Stuttgart auch im Einsatz auf dem IRE nach Aulendorf. So, einmal gescreenshottet und wir haben Abfahrt. Einmal Türen schließen. Türen laufen zu. Gibt es hier einen Türleuchtmelder? Nö. Gut, dann muss ich das einfach nach Ermessen machen. So, wir dürfen uns befreien. Wir dürfen mehr als 30 km/h fahren. So. So. Ah, ich verwechsel immer das Typophon mit der SIFA. So, ich weiß, dass das nächste Hauptsignal 50 ist. Denn das ist das Ausfahrsignal. Beziehungsweise war das vielleicht gerade schon das? Nee. So, die PZB. Gut. So, und damit wollen wir hier über diese schöne Brücke drüber. Ich muss sagen, ich finde Konstanz-Villingen echt gut. So. Das war ein Vorsignalwiederholer. Und da kommt die gute 5. So, einmal befreien. So, der erste Halt ist Konstanz Petershausen. Das ist schon direkt hier hinten. Von dem her, wir fahren ja eh die 50 km/h. Gut. Und ab da hinten dürfen wir dann jetzt gleich 80 fahren. Gut. So. Einmal mit der Bremse. Das reicht. Da reicht die motorische Bremse aus. Und einmal die Türen links freigeben. Und wir sind pünktlich. Das freut mich doch natürlich. Gut, wir müssen hier natürlich die Standard 35 Sekunden warten. Train Simulator, das ist für Szenarios eigentlich immer doof, weil Train Simulator setzt eine Standardwartezeit an Haltestellen von 35 Sekunden voraus. Laut Richtlinie 408 bei der DB, ist das die 408, wo das drin steht? Auf jeden Fall sollst du 20 Sekunden an einem Bahnhof stehen. Das heißt, wenn du wirklich enge Fahrpläne hast, die kannst du im Train Simulator teilweise gar nicht einhalten.
Das ist manchmal echt doof, weil manche Fahrpläne, ja, wie gesagt, dadurch kannst du manche Fahrpläne halt einfach überhaupt nicht einhalten. Gut. Nächster Halt, Allensbach. Dann noch einmal in Radolfzell und dann in Singen. Und ja, Regius Winger. So. Die SIFA kommt wieder. Interessant ist auch, dass angeblich die Zugbremse auf 50% Dauerbremsung ist. Naja. Eine dynamische Bremse gibt es hier nicht. Also so eine Federspeicherbremse meine ich. Der Seehaas. Die fahren hier ja eigentlich mit Flirt 1. Aber die gibt es ja im Train Simulator nicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht das nächste Fahrzeug ist, das von Chris Trains kommt. Dann wollen wir doch mal schnell hier runter. Coole Vorbeifahrt. Aha. Ups. Direkt eine kleine Bremsung einleiten. ...2,85 Kilometer. Das Witzige ist, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch bremsen, ich würde trotzdem noch zum Stehen kommen, denn dieses Fahrzeug hat mega gute Bremsen. Also hier im Train Simulator, also die Bremse, die das Fahrzeug hat, die hätte ich gerne in einem echten Fahrzeug. Dann gäbe es definitiv seltener PU. So, ich schalte mal die Leistung ab. Und so langsam mal ein bisschen Bremsleistung rein. Eins Komma zwei neun. So, und wann sollen wir hier halten? 58. Boah, wir liegen über der Zeit. Interessant. So. Wir halten natürlich ganz vorne. Ist hier eine Haartafel? Nope. Ich halte trotzdem ganz vorne.
Und das letzte mache ich pneumatisch. Und Türen freigeben, rechts. Gut. Der nächste Halt ist dann Radolfzell. Ich will mal kurz gucken. 40 FPS, ja, das geht ja eigentlich. Da flackert ein bisschen was. Das ist, glaube ich, aber nicht so schlimm. Gut. Jetzt müsste gleich Abfahrt sein. "25 Minuten sind für die Aufgabe angegeben. Ja, das kommt hin. Gut. Um halb, also um 18, ne, 11 Uhr 58 und 30 Sekunden mache ich mal zu. Ja, das scheint auch ungefähr hin. Das kommt auch hin. Und Türen laufen zu. Jupp, das kommt hin. Einmal volle Leistung. Junge. Eine BÜ-Kette. Na, kein. Obwohl, doch, könnte eine BÜ-Kette sein. Ja, ist eine BÜ-Kette. Oder? War das jetzt eine BÜ-Kette? Eigentlich schon, da der Einschaltkontakt für den ersten BÜ im Einschaltweg des ersten liegen müsste. Also der Einschaltkontakt vom zweiten BÜ lag innerhalb der Einschaltstrecke des zweiten. Nein, der Einschaltkontakt des zweiten BÜ lag innerhalb der Einschaltstrecke des ersten BÜ. So rum. So wird ein Schuh draus. Hui, da bin ich gerade noch mal der Zwangsbremsung entkommen. Der SIFA-Zwangsbremsung. Gut. Mhm. Radolfzell in 6 Kilometern. Ja, man merkt, die GNT in diesem Zug ist nicht so ganz da. Das Problem ist auch, es gibt keine Möglichkeit, dem Zug zu sagen, dass er die Kameraposition bewegen soll. Von dem her ist Neigetechnik im Train Simulator leider nicht möglich. Also der Zug hat schon Neigetechnik, aber die Kamera bewegt sich nicht mit. Deswegen sieht das immer ein bisschen komisch aus. Radolfzell 4 Kilometer. Ach, wieso habe ich die 11 jetzt bestätigt? Es muss ja nur alles bis zur 9 bestätigt werden. Okay, eine 9,5 müsste rein theoretisch auch noch bestätigt werden. Warum ich jetzt unter die 110 gefahren bin. Interessant finde ich ja den Prüfabschnitt hier. Dieses Wiederholerschild. Ich weiß gar nicht, ob wir bei uns auch so Wiederholerschilder haben. Mahlzeit!
Ich hab die doch bestätigt. Da hat man doch das Pedal zweimal gehört. Radolf Zell. So, 85 sind jetzt schon erfüllt. Also jetzt. Mhm. 69,3. Da muss ich DB-Netz anrufen, da wächst das Gras ein bisschen aufs Gleis. So, mit 70 in Radolfzell haben wir Einfahrt. Das ist immer schön. Hier auf Konstanz-Villingen unterwegs. Ich muss sagen, ich habe mir die Strecke erst sehr, sehr spät gekauft. Ich glaube, erst so 2 Monate oder so nach Erscheinen. Einfach, weil man anfangs nicht unbedingt das Geld dafür hat. Weil die Strecke ist auch relativ teuer. Aber sie lohnt sich, das muss man sagen. So. Gut, die Türen gehen auf und wir sind pünktlich auf die Minute. Aha. Und auch das ist ein schöner Screenshot. Ah, jetzt habe ich Pause gedrückt. Jetzt dürfen wir gleich schon wieder abfahren. Und dann geht es nur noch nach Singen. Dort übernimmt dann vermutlich ein Schweizer Kollege. Und die Türen sind zu. Okay. Türen sind auch zu. Ah, okay. Da habe ich Leistung aufgeschaltet. Da wollte er noch nicht. So, da kommt direkt die 100. Ich finde es schön, wie der Zug einfach abgeht. Also ich glaube nicht, dass die Beschleunigungswerte wirklich so gut sind. So, da war eine ZS10-Endetafel. Aha. Komm schon, 5% lasse ich mal auf dem Leistungsaufschalter drauf. Da habe ich mal wieder gehupt. Ich mag das nicht, dass je... okay. Obwohl, können wir eigentlich mal machen. Einfach so zur Sicherheit. Ich könnte jetzt anrufen und Überfahrauftrag für das hinter mir liegende Signal anfragen.
15%. Komm, ich gehe auf 20. Na, 21. Gut, dann bleiben wir mal dabei. Na, da kommt schon wieder eine Bahnhofstafel. Die steht immer im Bremswegabstand zum Haltepunkt. Das müsste eigentlich die Haltepunkttafel sein. Bei uns in Wuppertal haben wir tatsächlich eine auch so eine Tafel. Da steht halt einfach Wuppertal Hauptbahnhof drauf. Und da steht, glaube ich, 500 Meter oder 700 Meter auch noch zusätzlich. Darf der Zug eigentlich 160 fahren? Ich würde mal sagen, ja, ne? Wann ist Singen in 5 Kilometern? Gut, dann können wir die 160 definitiv noch ausfahren. Ich denke schon, dass er die 160 packt, weil der ist ja auch im Fernverkehr eine Zeit lang gefahren, der Regio Swinger. Als Ersatz für die 605er und dann unten bei Hof als Intercity. Ja, diese Kisten hier sind ICE-Ersatz, sind als ICE sozusagen gefahren. Läuft auf jeden Fall bei diesen Kisten. Gut. Einmal ablaufen. Und dann, ich weiß... Oh, ich komme immer auf die falsche Taste. Hinten kommen die 70. Da kann ich mal in einem Kilometer drauf einbremsen. Bei 386,0. Ich glaube, da kam eine 60er-Ankündigung, ne? Ui, 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 komm schon. Aha, er hat sich gefangen. Aha. Was kam da nochmal? Kam da, da kam 60, meine ich. Oder? Was kam da? Was kam da? Was kam da? Ich hab's gerade nicht gesehen. Ah, 50. Also dann mal schnell. Komm schon, wir wollen hier schon pünktlich sein. Da schwebt eine 70. Trotzdem gilt ja erstmal das, was auf dem Signal stand. Und da stand eine 50 und keine 40. Von dem her ist das keine Geschwindigkeitsübertretung. Auf dem Signal wurde mir eine Einfahrt mit 50 signalisiert. Und die gilt jetzt erstmal bis zum gewöhnlichen Halten, bis zum ersten Halteplatz oder gewöhnlichen Halteplatz. Gut. Bis zum gewöhnlichen oder letzten Halteplatz, irgendwie so. Ich muss mich da nochmal schlau lesen. Das ist ein Thema, das ich, wo wir einfach so schnell durchgepeitscht haben.
kommen wir mal hier zum Stehen. Auch wenn da vorne eine... Was ist denn das da für eine Tafel? 70? 160. War hier sonst noch eine? Kommen wir hier zum Stehen. Einmal die Türen öffnen. Wir waren noch pünktlich. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Runde mit dem 612er. Relativ kurzes Let's Play, aber ich denke, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vom Let's Play Train Simulator 2017. Ja, bis dahin und bye bye.